Shisha for Everyone Community Discord. Was ist es eigentlich? Shisha Flohmarkt, also An- und Verkauf von Shisha Stuff, Austausch über Shisha Wissen und auch eine entspannte Community Runde. Das alles findet ihr auf dem Discord. Was ist eigentlich ein Discord? Ein Discord könnt ihr euch so vorstellen wie so eine Art WhatsApp, nur in erweiterter Funktion. Ihr habt Sprachchannels, so eine Art Marktplätze, viele weitere Sachen, die ihr eben auf diesem Discord findet und euch weiterhelfen. Außerdem gibt es auf meinem Shisha-Discord auch Events. Damit sind konkret Challenges gemeint. Aktuell läuft eine. Und zwar läuft gerade die Winter Vibes Challenge. Darunter solltet ihr gerade zu der Weihnachtszeit Bilder mit eurer Pfeife vielleicht unter den Weihnachtsbaum einreichen. Und dann gibt es saftige Gewinne, Pfeifen, Köpfe, Zubehör, alles Mögliche ist dabei. Von der Community für die Community. Jetzt gibt es natürlich mehrere Gründe, wieso ihr auf den Discord gehen könnt. Zum einen zum An- und Verkauf von eurem Shisha-Stuff. Dabei geht es um Pfeifen, Zubehör oder auch um Köpfe oder auch um andere Utensilien, die mit Shisha zu tun haben. Wichtig ist dabei, wenn ihr in den Shisha-Discord reinjoint, die Regeln zu akzeptieren, die durchzulesen und dann könnt ihr alle Bereiche sehen. Bei der Sell and Buy Area müsst ihr dann auch nochmal die Regeln durchlesen und akzeptieren, dann könnt ihr alles sehen. Der Community Discord Server ist so aufgebaut, dass ihr da gewisse Rollen habt. Das heißt, wenn ihr jetzt im Sell and Buy Bereich seid, dann könnt ihr da bei Trusted Seller bzw. bei Reviews schauen, ob die Person, die euch da jetzt was verkaufen möchte, auch schon anderen Leuten was verkauft hat und somit bewertet wurde. Außerdem habt ihr auch die Möglichkeit in der Talks oder Community Talk oder Community Support Area Fragen zu stellen rund um Shisha. Euch wird von der Community für die Community weitergeholfen. Darunter haben wir auch ein fähiges Mod-Team. Grüße an der Stelle an die Jungs, die werden sich das Video sicher anschauen, die da wirklich ihr Bestes tun, um den Leuten möglichst viel Mehrwert zu geben und ihr Wissen weiter zu verbreiten. Eine wichtige Anmerkung an der Stelle ist, dass der Voice for Everyone auch immer für jeden offen ist. Das heißt, jeder kann auch einfach mit einer Pfeife an oder auch ohne Pfeife an, wie auch immer, reinjoinen. Jeder ist willkommen, jeder kann wirklich in diesen Community-Discord-Server reinjoinen. Aktuell haben sich schon 2700 Leute auf dem Community-Discord angemeldet von Shisha for Everyone, also von mir. Aber dieses Shisha for Everyone steht ja wortwörtlich für jedermann und deswegen bist auch du herzlich willkommen. Man kann die Discord-App zum einen auf dem Handy, zum anderen auf dem Laptop runterladen und da dann an den Gesprächen oder auch an den Chats teilnehmen. Ihr habt die Möglichkeit, wie gerade schon angesprochen, einfach mal euch beim Sell and Buy Bereich durchzuklicken. Da findet ihr Caesar Glass Bowls von verschiedenen Leuten. Ihr findet Köpfe, Kopfsets, Reinigungssets, wobei Reinigungssets jetzt wahrscheinlich eher weniger verkauft werden. Aber es gibt wirklich allerlei Sachen rund um Shisha. Man kann auch zum Beispiel einen Sucheauftrag machen. Die Mohs 4 ist ja eine sehr beliebte Pfeife, die nicht mehr verkauft wird. Und da könntet ihr vielleicht jemanden finden, der sie verkaufen möchte. Ich hoffe, spätestens das Video hat euch jetzt dazu bewegt, dem Shisha Community Server von mir beizutreten. Erster Link in der Videobeschreibung. Sehr gerne Like und Support da lassen. In dem Sinne, bis zum nächsten Video.